recht herzlich willkommen bei Ländle TV Dia Tag. Heute haben wir einige Eindrücke vom Kunsthandwerksmarkt in Bregenz. Beim Bahnhof in Feldkirch ging eine ganz besondere Veranstaltung zum Thema Sicherheit über die Bühne. Und Clemens Groß präsentiert das Kachelmann-Wetter. Sich sicher fühlen an Vorarlbergs Bahnhöfen. Dieses Ziel verfolgt die ÖBB schon seit einigen Jahren und präsentierte am heutigen Freitag bei zahlreichen Stationen am Bahnhof Feldkirch, wie sicher wir uns tatsächlich fühlen dürfen. Täglich halten sich tausende Menschen an den öffentlichen Bahnhöfen des Landes auf. Einfahrende Züge, drängelnde Menschenmassen und herumstehende Gepäckstücke gehören zum Alltag, den man schon seit Jahren versucht, möglichst sicher zu gestalten. Denn Bahngleise sind keine Spielplätze und Überwachungskameras zeichnen mögliche Vergehen auf, die ansonsten unentdeckt blieben. Denn eines ist sicher, Sicherheit geht vor. Ja, wir haben sehr viel bewegt. Also, ich weiß noch, die Anfänge von Security, da war das noch nicht so ein Thema. Aber jetzt gehören wir zum täglichen Bild dazu und wir sind sehr willkommen. Es geht nicht nur um Sicherheit, es geht darum, dass wir die Kunden betreuen, dass wir ihnen weiterhelfen, Fahrplanauskunft, einen Koffer tragen, eine Blindenbegleitung, eine Hebehilfe für mobilitätseingeschränkte Personen und so weiter. Aber ab der weißen Linie vom Bahnsteig beginnt der offizielle Gefahrenbereich und das muss man jedem Kunden, den Kindern so früh wie möglich beibringen. In zahlreichen Stationen wird am Tag zum Thema sicherer Bahnhof auf genau jene Vorkehrungen aufmerksam gemacht, denen Mitmenschen und Bürger einen sicheren Aufenthalt am Bahnhof ermöglicht. Notrufsäulen, Blindenhilfen, Sicherheitskameras und zwei Sicherheitsbedienstete sind immer vor Ort und tragen zum Sicherheitsgefühl wesentlich bei. Das Wichtigste überhaupt, das Hauptbedürfnis von der Bahn, Sicherheit, Service. Da versuchen wir uns laufend zu verbessern. Und das ist eben heute so ein Informationstag, dass auch die Leute einmal vor Ort sehen, was alles gemacht wird. Und dass sie einmal einen Zugang dazu kriegen, was da geleistet wird und dass das wirklich ein Bedürfnis ist. Die ÖBB setzt also viel in Bewegung, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten. Seit einem Jahr befindet sich das mobile Sicherheitsauto in Betrieb und fährt rund um die Uhr Vorarlberger Bahnhöfe ab, um nach dem Rechten zu sehen. Sicherheit wird hier ganz groß geschrieben. Soweit zum Thema Sicherheit am Bahnhof. Von Freitag bis Sonntag geht am Bregenzer Hafen der Kunsthandwerksmarkt über die Bühne. Wir haben heute einige Eindrücke für Sie eingefangen. Ob Töpferware, Naturschmuck, Textil oder Holz, beim Kunsthandwerksmarkt am Hafen in Bregenz wird dem Handwerksliebhaber so einiges geboten. 32 Stände waren vor Ort, teils mit Schmuckstücken, die einen weiten Weg hinter sich haben. So finden sich neben Anbietern aus der Region auch welche aus Berlin und Thüringen, um an einer traumhaften Kulisse wie der Seepromenade in Bregenz ihre Herzstücke auszustellen. Das ist das zweite Mal dieses Mal und es wird jährlich stattfinden. Immer so im Mai wird der Zeitraum sein. Ich finde, die Vorarlberger schätzen das wahnsinnig, dass Künstler aus ganz Deutschland da sind, die ihre selbstgemachten Sachen praktisch anpreisen. Inzwischen sind auch Handwerker aus Vorarlberg mit dabei, aus der Schweiz mit dabei. Genau, alle, denen es wichtig ist, dass die Ware einfach selber hergestellt worden ist. Dass die Leidenschaft zur Handwerkskunst oft über viele Generationen weitergebracht wird, zeigt sich gut am Beispiel des Keramiktöpfers Karl Güttinger. Bereits sein Vater hatte das Töpferhandwerk angewandt und auch er entwickelte früh eine Begeisterung für die Verarbeitung von Keramik. Seit über 60 Jahren erstellt er liebevoll verarbeitete Einzelstücke, die am Markt in Bregenz dem Publikum gezeigt werden. Also das Handwerk ist an und für sich mein Leben gewesen. Oder ist immer noch und das auf dem Markt ist halt, man kommt mit den Leuten zusammen und kann reden und seine Sache anbieten, was man macht. Auch Vorarlberger Handwerkskunst ist vertreten und so weiß auch Holzdesigner Gerhard Marschig den am Hafen gelegenen Markt sehr zu schätzen. Ich mache Holzkunstwerke aus heimischen Hölzern, sprich Apfel, Zwetschge, Nussbaum und alles, was da wächst, hole ich bei einem Holzhändler. Oder bei den Bauern wird das Holz geschnitten, circa 3 bis 4 Jahre wird es gelagert und dann kann man es verwenden. Und was wird denn da so alles Wunderbares aus Holz so kreiert?
Ja, ich nehme gerne so Sachen, die man noch in Verwendung hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel ein Fleischbrettli gemacht. Das ist aus einem Stück Holz. Da ist ganz wichtig, dass man da auf die Jahresringe schaut, dass es nicht verzieht. Ein Naturfleisch kommt eigentlich nie in Geschirrspüler. Das wird immer lufttrocknet, abgewischt, lufttrocknet. Und das ist jetzt aus einem Stück Holz. Da kann man schön eine Speckplatte anrichten oder Käseplatte. Und es ist immer eine Augenweide. Und wie gefragt ist denn wirklich noch Holz bei uns im Ländle? Ja, das kommt wieder sehr stark, weil mit den Tieren weg wieder von der Wegwerfgesellschaft. Oder? Also die Leute haben schon etwas wieder mal ein bisschen länger und wo sie einfach über Jahrzehnte wieder Spaß daran haben. Wenn auch Sie kreative und liebevoll hergestellte Handwerkstücke betrachten oder erwerben wollen, starten Sie dem Kunsthandwerksmarkt noch bis Sonntag einen Besuch ab. Wie jeden Freitag gibt es auch heute im Anschluss an die Sendung den Physio-Tipp der Woche von und mit Alex Fröis. Bleiben Sie also dran, zuvor gibt's noch das Kachelmann-Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Tschüss! Habt ihr Ehre miteinander? Ich und meine Schwester und die gesamte Familie Zudel würdet uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns beim Panorama-Gasthof Krischberg im Silbertal besuchen könnt. Und wie das Wetter die nächste Zeit wird, das zeigen wir euch jetzt. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. In der Nacht zum Samstag hat uns eine Kaltfront überquert. Es hat kräftig geregnet, einzelne Gewitter haben auch noch mitgespielt und es hat besonders abgekühlt. Es ist deutlich kälter als in den vergangenen Tagen. Der Samstag startet schon im ganzen Land mit teils dichter Bewölkung. Besonders vom Montafon über die Adelbergregion bis zum Bregenzer Wald ist schon zeitweise mit Regenschauern zu rechnen. Längere trockene Phasen gibt es vorerst noch von der Bregenzer Bucht bis hinunter nach Bludenz über das gesamte Rheintal. Die Temperaturen sind in der Früh schon deutlich kälter als zuletzt. Morgens liegen die Werte meist knapp unter 10 Grad, so bei rund 9 Grad angesiedelt. Tagsüber wird es dann auch nicht wirklich viel wärmer. Maximal 14 Grad werden im Rheintal erreicht. In den höher gelegenen Regionen des Montafons um die 11 Grad. Und am Nachmittag hat es auf der Lobspitze in 2600 Höhenmetern minus 3 Grad und dazu gibt es auch Schneeschauer. Im Laufe des Nachmittags bilden sich dann auch über dem Rheintal wieder vermehrt Regenschauer und diese halten dann noch bis in den Abend hin an. Danach werden sie dann wieder weniger. Am Sonntag geht es dann mit einer Wetterbesserung wieder weiter. Der kälteste Tag des Wochenendes war dann der Samstag. Am Sonntag erwartet uns überwiegend freundliches Wetter. Die Temperaturen legen wieder eine Spur zu. Es werden am Nachmittag rund 17 Grad erwartet. Am Montag und am Dienstag geht es dann schon wieder frühsommerlich warm weiter. Die Temperaturen steigen auf rund 23 Grad am Montag und bis zu 24 Grad schon am Dienstag. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr auf kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Physio-Tipp der Woche, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Marina und meine Wenigkeit zeigen Ihnen nun eine Übung, die Sie im Urlaub oder auf Reisen machen können, wenn Sie viel auf Reisen sind. Natürlich brauchen Sie keine Gewichte mitnehmen. Das Theraband hilft Ihnen bei der Kräftigung. Wir starten mit der Brustmuskulatur und dem Trizeps, also dem hinteren Anteil von der Armmuskulatur. Ganz einfache Übung. Marina macht die Damenversion, ich darf die Männerversion vorzeigen. Theraband einmal um den Oberkörper wickeln, in eine Liegestützposition gehen, Beine weg, Rumpf ist wieder ganz stabil und aus dieser Position machen wir die Kräftigung. Am besten wieder jeden Tag, seien Sie fleißig. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr Alex.